So Leute, willkommen zurück zu dem Let's Play von Undertale. In der letzten Folge haben wir den True Pacifist Modus abgeschlossen, haben aber auch noch nicht die... Oh Gott! Das ist so abartig. Wir haben aber noch nicht... Oh Gott, nee. Das jetzt zu sehen, das habe ich das jetzt noch nicht gesehen, macht es sogar noch schlimmer. Also, wir haben uns hier den Spielstand abgespeichert und haben uns in der letzten Folge noch nicht die Credits und alles angesehen und uns angeguckt, was sich im True Pacifist alles ändert. Das machen wir wirklich ganz am Ende des Let's Plays. Jetzt müssen wir leider erstmal den Genocide machen. Das machen wir in der Reihenfolge, damit das Let's Play wirklich ein Happy End bekommt und nicht mit der Vernichtung von so ziemlich allem endet. Oh Gott, das ist wirklich abartig, das jetzt zu resetten. Können wir... Okay, den True Reset können wir noch nicht machen, komm. Boah, das ist so abartig. Ich kotze gleich, so abartig ist das. Aber wir haben als Namen immer noch Trevor behalten. Wenn man den True Name Trevor hat, dann kann man ihn nicht mehr ändern. Also, hier im Genocide Run müssen wir nicht nur alles töten, was uns im Weg kommt. Wir müssen extra rumgehen und darauf warten, dass wir angegriffen werden, um alles zu töten, bis wir die aber niemand kam Nachricht bekommen. Also die Nobody Came Nachricht. Das ist das, was im Genocide damit auf sich hat. Und Näheres dazu finden wir noch später. So, da ist Flower the Flowey. Ah, dang it, messed up. Oh, er sagt etwas. Erinnerung. Warte. Erinnerung. Dieses Mal. Wurdest du, hast dich mit ihnen befreundet, okay? Ah. Okay. Oh Gott, nee. Diesmal freundest du mit jedem. Wenn nicht, wirst du für immer miserabel sein. Wir wollen das nicht, oder? Nein. Wir wollen einfach nur glücklich sein, richtig? Oh Gott. Okay, mit anderen Worten, Leute, der Ezreal, also der Flowey, erinnert sich an jede Timeline, die wir durchnahmen. Viel Glück. Oh. Diesmal hat uns nicht angegriffen. Oh, jetzt bin ich gespannt, was als Dialog kommt. Okay, das ist auch interessant. Das habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen, den Dialog hier. Weil davor habe ich schon mal den True Reset gemacht. Und ein True Reset ändert sich nicht mal mehr Flowey. Boah, das ist so schmerzvoll, dass er genau diesen Text jetzt noch gesagt hat, wo wir dabei sind, alle töten zu müssen. Das ist sowas von abartig, das glaubt ihr nicht. Hallo, geht's dir gut? Du musst dich verloren haben und sehr verwirrt sein. Aber keine Sorge, mein Kind. Ich bin Toriel, die Aufpösterin der Ruinen. Ich gehe jeden Tag hier durch, um zu gucken, ob jemand runtergefallen ist. Du bist der erste Mensch, der seit einer langen Zeit kam. Ich werde mein Bestes tun, um dich während deiner Zeit hier zu schützen. Komm, ich werde dich in die Katakomben bringen. Oh Gott, der Flowey Text gerade, der war einfach so verstörend. Bitte. Ich hatte eine Ruin. Oh Gott. Ihr werdet später noch sehen, was als Nachricht kommt, wenn wir alles getötet haben. Willkommen in deinem neuen Zuhause, Unschuldiger. Das ist... Oh Gott! Das Spiel will praktisch, dass ich den Genocide nicht mache. Ja, ich mache das übrigens in dieser Reihenfolge, damit ihr auch genau die Emotionen spürt, die mit denen man sich befreundet hat, einfach umbringen zu müssen. Erlaube mir, dir beizubringen, wie du in die Ruinen kommst. Sehr gut, das können wir überspringen, das kennen wir ja schon. Ich werde hier die ganze Zeit das weg-xen. So... Wenn ein unterschiedlicher Text kommt, werden wir uns darum kümmern. Okay, das geht nicht. Ja. So. Oh, stimmt, da waren keine. So, ach ja, hier seht ihr jetzt auch, wie... Ach nee, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Genau. Wir haben es ja sowohl im Halbmod als auch im Normal gespielt. So. Dann, den Dummy müssen wir übrigens umbringen. Haben wir aber, glaube ich, auch schon so gemacht. Also von daher... BÄM! Du hast gewonnen. 0 XP und 0 Gold. Ah, Dummies sind nicht zum Kämpfen da, sind zum Sprechen da. Wir wollen niemanden wehtun, oder? Komm mit. Oh Gott, Toriel. Nee, bitte nicht. Oh. Okay, und das ist der erste Froggits, den wir treffen. Den müssen wir auch umbringen. In der ersten Runde. Ansonsten können wir direkt resetten und von neu beginnen. Ah, okay. Ich cutte kurz und gehe wieder bis hierhin. Bis gleich. Oh Gott, Leute. Es tut so sehr weh. Die werden hier immer noch als Freunde angezeigt. Oh Gott. Schon krass. Selbst nachdem wir den Reset gemacht haben. Ich will mal wissen, funktioniert die Genocide jetzt überhaupt noch? So, jetzt diesmal aber. Froggit attackiert uns. Jetzt. Ah! Aber gut, es hat funktioniert.
So. Wir haben jetzt mehr Love und sie hat nichts dazu gesagt. Gott sei Dank, ich hätte es nicht ausgehalten. Hätte ich das Play jetzt wahrscheinlich beendet. Oh Gott. Gott, ist so traurig, wenn man denken muss, dass wir die Toriel später noch umbringen müssen. Als ich das erstmal gespielt habe, habe ich ja noch gar nicht gewusst, was ich überhaupt hatte, als ich den Genocide spielte. Ich dachte mir, ja komm, passt doch, ich bin eine Krähe, ich mache den Genocide. Aber jetzt... Boah. Das ist einfach nur brutal. Auf mehrere Arten, auf eine mentale Ebene. Ich weiß schon ganz genau, wie ich die Folge nennen werde. Oh Gott. Ich bin mal gespannt, was der Flowey nachher überhaupt sagt. Ich bin mal gespannt. Das wird krass. So, ja, kommt. Dann. Dann rufen wir noch so mal gerade an, gucken, ob die was anderes sagt diesmal. So. Okay, hat sie also nichts anderes gesagt? Wobei, hat sie jetzt noch einen anderen Text? Über die Sales, so. Okay, der macht dasselbe wie normal. Und call der Mom. Und jetzt können wir nochmal mit ihr flirten. So, ja. Dann. Ring. Boah, das ist so abartig einfach. Dann gehen wir jetzt gerade nach oben und holen uns hier das Zeug. Willst du ein Stück nehmen? Jo. Dann. Moralisch sterben tun wir sowieso. Egal, ob wir nun im Genocide spielen oder nicht. So, diese Szene hier tut uns einfach komplett vernichten, moralisch. Nein, das wollte ich nicht. Lass mich in Ruhe. So. Dann, Leute, ich werde jetzt einen Cut machen und werde sie alle töten. Bis die Nobody Came-Nachricht kommt. Bis später. Ach komm, Leute, wir gehen jetzt erstmal die Ruinen durch und dann werden wir dafür sorgen. Wir werden ja auf dem Weg ja noch sowieso ein paar Monster finden, gegen die wir kämpfen können. Und jo, danach gucken wir mal weiter. Ups, da haben wir sogar noch einen Kampf bekommen. Krass. Ja. Das ist jetzt, weil wir halt nicht den True Reset gemacht haben. Ring. Hallo, hier ist Dori. Also, hatten wir alles schon. So, oh. Dann hier ein Frogget. Es tut so sehr weh, die hier halt umbringen zu müssen. Quack, quack. Oh. Aber ihr seht hier schon, wie sich unsere Love Instance, ja, überhaupt hier unser komplettes Leben, das ist schon krass. Ring. Hallo, so. Nee, wir haben keine Lakin. So, hier. Ach ja, da fällt mein. Verbessert sich eigentlich. Okay, unsere Death verbessert sich nicht. Genau so war es. Nur unsere HP. So, unsere Death verbessert sich nur durch Items. So. Am Ende des Genocide-Modes werde ich sowieso geistig so sehr kaputt sein, dass ich das nicht mehr, durchspielen könnte, selbst wenn ich wollte. So, das war's. Ich war schon zwar schon darauf vorbereitet, aber dieser Stein ist das erste Vieh im Genocide-Modus, das ich wirklich töten möchte, direkt neben Jerry. So. Oh. Ach so, der erste Frogget war halt nur speziell schwach. Genau, stimmt. So war's. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, sie jetzt zu tamen. Oh. So. Sorry, Frogget. Das tut so weh. Das ist krank. Oh, genau, stimmt. Dann werdet ihr nachher ja noch sehen, wie absolut verstörend hier die But Nobody Came Nachricht ist. Also Nobody Came Nachricht ist sowieso das Abartigste, was es gibt. Hier ist Napstep Luke. Da ist es egal, ob wir ihn töten oder nicht. Ich werde es trotzdem machen. Weil hier ist eine Sache, die den Genocide Mode irgendwie schon betrifft. Ja, hier ist nämlich schon der erste Hinweis darauf, dass wie nennt es sich nochmal genau? EXP nicht Experience ist, sondern Execution Points. So.
dann. Den hier töten wir eh nicht. Werdet ihr jetzt gleich auch sehen. Ding, 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 ding. Das Einzige, was den Genocide-Mode noch glücklich macht. Oh Gott, ich hasse die Balletelli immer noch. Es geht mir gut, danke. Oh, Nappy. Bluki. Oh. Weißt du, du kannst Geister nicht töten, richtig? Wir sind irgendwie unkörperlich und so. Ich habe einfach nur meine HP runtergemacht, damit ich nicht unhöflich erscheine. Sorry, ich habe es einfach nur noch schlimmer gemacht. Du, als hättest du mich besiegt. Oh. Du hast gewonnen, du hast einen Experience Point verloren. Und das ist der Hinweis. Wir haben einen Experience Point verloren, aber keinen EXP Point. Und das ist der erste Hinweis im Spiel, dass EXP nicht Experience, also Erfahrung bedeutet, sondern Execution Points. Die erste Nachricht an den Spieler. Da gehen wir nicht entlang. Wir kaufen uns was. Ach ja, wir bekommen ja auch Unmengen an Geld. So. Ihr seht schon, wie viel einfacher wir Geld bekommen können. Ja komm, dann holen wir uns hier noch so ein. Jo. Oh Gott, das tut dir so sehr weh. Ich will gar nicht wissen, wie staubig der Frisk hier schon ist. Und hier noch eine Sache. Die Frösche verschwinden Stück für Stück, je mehr Leute wir getötet haben. So. So, it's bad. So. Wir werden hier die gelben Namen sowieso nicht brauchen. No more yellow names. Okay, so, und hier dann noch. Hier war ja irgendwo in einer Steinritze ein kleiner, ameisengroßer Frosch. Och. Lux, oh Gott. So. Also mit Lux habe ich ja schon schlechte Erfahrungen von einigen Minecraft-Servern. Das heißt, genau genommen einem. So. Ne, Quatsch, gegen den habe ich nichts. So. Aber dieses Vieh ist einfach nur gruselig. So. Nein! Oh! Ich bin so schlecht. Und ich hasse die Ballettel vom Lux. So. Dann wäre der besiegt. So, irgendwo hier war ein Ant-Sized Goat, ja, Frog drin. So, also, der wird hier bei dem Easter Egg, den ich nachher auslösen werde, wird er noch eine groß entscheidende Rolle spielen. Und da bin ich mal, gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, was der zu uns sagt, wenn wir alle getötet haben. So, dann hier sind ja die Vegetoids drin, genau. Da müssen wir nicht so lange herumsuchen. So. Boom! Ich hab Vitamine! Oh yeah, Vitamine. Oh yes! so, falls er jetzt schon gelb ist, sehen wir es nicht. Falls er jetzt schon nicht mehr kämpfen möchte. So, und wir haben eine Liebe mehr. Gott, nee. Also nicht Liebe, sondern Level of... Was war das nochmal? Level of Violence, genau. Das war Love. Vegetoid. Ah ja, hier beim Genocide-Mode erklärt der Sense es einem auch überhaupt nicht, was Level of Violence bedeutet. Deshalb habe ich das auch zuerst gar nicht erst richtig gerafft, als ich den Genocide-Mode gespielt habe. So, woran er nun an unseren Leveln erkennt, dass wir halt umgebracht haben. Also, warum er überhaupt so wütend war wegen den ganzen Experiences. So, dann töten wir zuerst Mods-Mail. Oh. So. Ja, jetzt tanzt er hier nur noch. Und töten müssen wir leider trotzdem. Es tut mir so leid mit den Midships. Wir haben schon eine ganze Stange an Sachen hier getötet. Bald sollte der eigentlich besiegt sein. Cha-cha-cha. Oh Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh. Nein, oh, ich bin so schlecht. Na gut, eines der schlimmsten Dinger zu töten wird aber später der Mad Dummy sein. Weil der ist ja etwas ganz Besonderes, liebe Leute. Cha-cha-cha. Dann, der Mitte war grün und, ja, klar. So, dann.
Wenn du das hier lesen kannst, bist du dumm! So, der blaue Switch ist ja hinten. So. Ah ja, für die Leute, die dieses Rätsel immer noch nicht kapiert haben. Tja, Pech gehabt. Da seid ihr dumm. Nee, Quatsch. Das ist derselbe Raum aus verschiedenen Perspektiven. Oder verschiedene Nachbildungen desselben Raums aus verschiedenen Perspektiven. Oh Gott. Was hat er gerade gesagt? Sexy Rachel. Oder sowas hat der Mozzamel gesagt. Sorry, Mitches. Boah, ich muss gerade was trinken. Cha-cha-cha. Ja, glaubt mir, Leute, es gibt noch Sachen, die wir töten müssen, die mehr Leid tun. Ach, das hatten wir schon. So, wenn das du lesen kannst, dann drück den roten Switch. Jo, wahrscheinlich. Jo, wahrscheinlich. Dann hier noch der grüne. Und dann wären wir eigentlich im, das ist nicht der grüne Switch. Doch, das ist der grüne Switch. So, und wenn wir diesen Raum hier fertig sind, sind wir eigentlich im Kreis gelaufen. Eigentlich. So, und, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wenn wir jetzt weitergehen, würden wir noch ein Event auslösen. Oh Gott, wir müssen das Spielzeugmesser jetzt mitnehmen. So. Jus. Es tut mir so leid. Und Stick können wir direkt wegwerfen. Du hast den Stick weggeworfen. So. Und jetzt hätte ich hier, und jetzt werde ich hier kurz weiterspielen, bis wir die Nobody Came Nachricht bekommen. Weil ich glaube, ansonsten werden wir auf die Neutral Route zurückgesetzt. Bis gleich. Hier ist der Cut-Button. So Leute, damit ihr es einmal gesehen habt. Also ich glaube, ich habe noch nicht alle nötigen getötet, aber das, so sieht der Raum hier aus, wenn die Frische nicht drin ist. So, hätte ich auch so ausmalen können. Ich wollte es nur gerade mal zeigen. Zur Vollständigkeit halber halt. Oh Gott. Ist das schon der letzte? Bitte nicht. Wenn es jetzt schon der letzte Gegner ist, den ich besiegen muss, um die Nobody Camp zu bekommen, dann ist das richtig traurig. Bitte nicht. Nee, Nobody Camp Nachricht bekomme man dann recht schnell. Ich cutte und töte weiter. Bis später. Das ist, Leute. But Nobody Came. Alle sind tot. Und jetzt will ich wissen, was hier der 1-Sized Frog sagt. Und jetzt sieht und jetzt. So. Okay, er winkt uns immer noch zu. Er macht nichts Besonderes. Dann, wenn man hier im Hintergrund die Melodie in die Geschwindigkeit davon auf 666% stellt, haben wir das Leitmotiv von. Was soll das? Oh Gott. Ach so, nee, das bekommt man hier auch normal so. Lass mich. Na, ich bin so schlecht, sorry. So, dann hat man jedenfalls Flowers Theme. Komm, usen wir es mal. So, reapplied. Ich habe keine Ahnung, wieso. Irgendwer hat das jetzt etwas begonnen, hier zu laggen. Also, es kommt mir so vor, als wäre die FPS runtergegangen. Könnte auch nur sein, dass ich mir das nur einbilde. Wir bekommen jetzt alle paar Sekunden die But Nobody Came Nachricht. Also, in ein paar Minuten, Sekunden, keine Ahnung, wie lange, kommt drauf an, wie oft uns die Nobody Came Nachricht stört, können wir dann noch herausfinden, ob wir wirklich im Genocide Mode sind. Weil Nobody Came Nachricht kann man auch im Neutral bekommen. So, weil es kann auch wirklich sein, dass wir jetzt einfach nur, weil wir nicht den Schuljahrzeit gemacht haben, sondern nur in der normalen und dann noch alle als Freunde angezeigt werden, ja, Genos halt daran scheitert. So. Oh. Die Unschuldiger. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Unschuldiger. Ja, da haben wir den Anruf bekommen. Wie geht es dir, mein Kind? Bist du verletzt? Hier, das wird dich heilen. Ich hätte dich nicht für so lange allein lassen sollen. Es war unverantwortlich von mir, eine Überraschung für dich so zu machen. Nun, ich denke, ich kann es nicht länger heimlichen. Komm, Kleiner. Oh Gott, das ist so abartig. Ja, Determination. Wir sind im Genocide. Wenn wir im Genocide stehen, steht nichts mehr. Einfach nur Determination. Entschlossenheit. Wie ist das? Überraschung. Es ist ein Butterscotch Cinnamon Pie. Oh Gott. Okay, das kennen wir ja schon. Steht hier. Okay, das normale wie immer. Das ist es. Ach ja, sobald wir draußen sind und Toriel getötet haben, wird jedes Lied hier etwas langsamer und dunkler abgespielt werden als im Normalfall. Und ich glaube auch leiser. Dein eigener Raum. Ich hoffe, er gefällt dir. Oh Gott, das ist so schrecklich.
Brennt etwas? Fühl dich wie zu Hause. So, dann, wo ist dir das, der Spiegel? Ich bin's, Chera. Nee, Chera hat eine andere Stimme. Ich bin's, Chera. Ja, so ungefähr habe ich mir ihre Stimme vorgestellt. Dann müssen wir noch was nachgucken. Das wundert mich jetzt, aber normalerweise ist der Text, glaube ich, rot, oder? Warte, wir gehen in die Küche, dann gucken wir noch gerade. Wo sind die Messer? Oh Gott. ja, weil hier habe ich jetzt was anderes erwartet, aber egal. Jedenfalls mag die Chera Schokolade. Sehr sogar. Und das ist auch der Grund, warum die Toriel hier Schokolade drin hat. Als Erinnerung an Chera. In Eskos Haus wird es nochmal angesprochen. Ich dachte, es wäre schon hier. Das da steht in Rot. Ich habe Schokolade. Ach ja, alle roten Texte sind die von Chera. Deshalb hat mich das vor dem Spiel jetzt irritiert, weil es dort nicht gestanden hat. Und in dem Haus von Eskor, wenn er dort zum Kühlschrank gestanden hätte, dort gestanden, wartet, keine Schokolade. Und das ist sehr gruselig. Okay, das kennen wir schon alles hier. So. Das ist der Untergrund zwischen Frisk und Chera. Chera ist extremst böse, wie man hier schon sieht. Chera verkörpert sich hier in der Bösartigkeit des Spielers. Dann gehen wir aus den Ruinen aus und beenden das hier. Schon wach, wie ich sehe. Ich wollte dich wissen lassen, wie glücklich ich bin, dass du hier bist. Also die Chera hier, die übernimmt hier langsam jetzt unseren Körper. Es sind so viele alte Bücher, die ich teilen möchte. Ich möchte dir meinen Lieblingskäferfangort zeigen. Ich habe sogar deine Ausbildung vorbereitet. Das könnte dich überraschen, aber ich wollte schon immer Lehrer werden. Eigentlich, vielleicht ist es gar nicht so überraschend. Aber trotzdem, ich bin glücklich, dass du hier lebst. Oh, möchtest du etwas? Was ist es? Man kann nicht nach Hause gehen. Was? Das ist jetzt dein Haus. Dein Zuhause. Möchtest du vielleicht wissen, über das Buch, das ich rede? Es nennt sich 72 Benutzungsarten von Schnecken. Wie wär's damit? Wie verlasse ich die Ruinen? Wie wär's mit einem interessanten Schneckenfakt? Hast du gewusst, dass Schnecken reden? Wirklich? Langsam? Ein Scherz. Schnecken reden nicht. Interessant, oder? Wie verlässt man die Ruinen? Ich muss etwas tun. Bleib hier. Oh. Toriel. So, und noch hat sie gar nicht realisiert, was wir gemacht haben. Also, denken wir. Du willst wissen, wie du nach Hause gehst, oder? Vor uns liegt das Ende der Ruinen. Ein Einwegausgang zum Rest des Untergrunds. Ich werde ihn zerstören. Niemand wird jemals wieder gehen können. Nun sei ein gutes Kind und geh nach oben. Sorry, aber gutes Kind geht nicht mehr. Sorry, Toriel. Jeder Mensch, der herunterfällt, hat dasselbe Schicksal. Ich habe es wieder gesehen, wieder und wieder. Sie kommen, sie gehen, sie sterben. Du naives Kind, wenn du die Ruinen verlässt, werden sie, Eskor, dich töten. Ich und ich beschütze dich nur, verstehst du? Jetzt geh auf dein Zimmer. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Das ist deine letzte Warnung. Oh, Toriel. Willst du so gerne gehen? Du bist genau wie die anderen. Es gibt nur eine Möglichkeit hierfür. Beweise dich. Beweise, dass du stark genug bist, um zu überleben. Warte, warum guckst du auf mich auf diese Art? Als ob du einen Geist siehst. Weißt du etwas, das ich nicht weiß? Nun, das ist unmöglich. Ja, das ist, glaube ich, auch noch davon, dass wir hier im Ding sind. So, wir töten sie nicht direkt. Wir könnten sie mit einem Hit töten. Nicht, weil die Toriel schwach ist oder sowas, sondern einfach nur, weil, und das wird auch in der hier im Underground erklärt, weil der Hass unserer Seele so groß ist, dass ihre Seele ihn nicht ausstehen kann. Und das ist hier wirklich noch eine traurige Sache. So, beschützen sie weiterhin, denn wir müssen jetzt hier einen Near-Neutral-Angriff machen, um sie, um hier durchzukommen. Ja, und deshalb werden wir hier sie jetzt noch eine Weile gerade sparen. Weil ansonsten geht das, was ich möchte, nicht. So, wir müssen sie nämlich im letzten Augenblick umbringen. Und dann bekommen wir einen neuen Dialog. Ah Gott, nee. Greif an oder renn weg. Oh, Toriel. Was willst du auf diese Art beweisen?
kämpf mich oder geh. Na ja, gut, hier ist es jetzt egal. Hör auf. Hör auf, so auf mich zu gucken. Geh weg. Ja, jetzt kommen wir schon wieder das. Abhängig davon, ob wir im Chino-Zeit sind oder nicht. Ich weiß, dass du nach Hause gehen willst, aber... Aber bitte, geh jetzt nach oben. Ich hoffe mal, ich gehe jetzt nicht so weit. Ich verspreche, ich werde gut auf dich aufpassen. Jetzt soll das eventuell gehen. Nö, wir haben sie doch noch getötet. Schade. Du... Bei meinem verwundbarsten Moment... zu denken, ich wäre um dich besorgt, dass ich dich nicht rausgehen lasse. Du bist wirklich nicht anders als die anderen. Eigentlich hätten wir uns doch einen anderen Dialog bekommen sollen. Warte, ich cut hier kurz und gehe dann wieder bis zu dieser Stelle hier. Und dann werde ich versuchen, euch den Dialog zu zeigen. So, also, hätten sie, wie sie früher angegriffen, hätte sie uns auch noch gesagt, dass es nicht wir sind, die sie beschützen wollte, sondern dass es die anderen außerhalb der Ruinen war, die sie beschützen sollte und wollte. Naja gut, ich cut hier kurz und sag dafür, dass wir noch dieses Event auslösen. Bis gleich. Ach ja, Leute, eine Sache können wir noch gerade gucken. Was passiert, wenn wir versuchen, mit ihr zu reden? Ah, ist es nicht wert, mit ihr zu reden? Ja, wir sind wirklich im Chino-Zeit, also bis gleich. Okay, Leute, ich hab's erkackt. Ich bin aus Versehen der Textmessage so weit gegangen. Also hier noch ein Spare. Ich werde nochmal grad cutten. Bis gleich. So, ich hoffe mal, das sitzt soweit hier. So, dann jetzt. Und? Nee, scheint nicht so schade. Wieder hier dasselbe. Ja, könnte auch sein, dass das hier in der Version noch nicht drin war, weil ich habe hier, glaube ich, eine veraltete Version von Undertale. Ich habe noch keinen Bock, das abzudaten. Ja, okay, schade, dann gibt's hier diese Form von ihr doch noch nicht. Ja, schade. Oder? Kommt jetzt noch was? Nö, weil ich hab's jetzt wirklich hier in dem letzten Moment hier angegriffen. Ja, also keine Ahnung, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Vielleicht ist es wieder was mit der Fun Variable. Nö, auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Und jetzt noch, was ich euch zeigen möchte, wenn wir sie jetzt hier... hörten. Hä? Aber niemand kam ab. Ja, jetzt kommt das ja, but nobody came, die Nachricht. Dann gehen wir geradeaus. Ich bin auch gespannt, was der Flaue jetzt sagt. So, ja, die Hintergrundmusik hier im Winter ist jetzt hier auch etwas tiefer und langsamer, sobald wir jetzt in Snowdin sind. Und da auf dem Weg zu Snowdin. Du bist nicht wirklich menschlich, oder? Nein. Du bist in deinem Inneren leer. Genauso wie ich. Eigentlich. Bist du Chera, richtig? Wir sind immer noch untrennbar nach all diesen Jahren. Hör zu. Ich habe einen Plan, um Energie und Kraft zu bekommen. Selbst kräftiger als du und deine gestohlene Seele. Lass uns alles in dieser Welt vernichten. Jeden. Alles. In diesen wertlosen Erinnerungen. Lass uns sie alle zu Staub werden. That's a wonderful idea. Ja. Scheint so, als hätte Flowey jetzt nichts anderes gesagt, als im Normalfall auch. So, da machen wir noch gerade weiter bis zum nächsten Speicherpunkt. Undertale, oh yeah. So, Taylee und Anna und so. Undertale halt. Halt so, genauso wie der Schwanz von einem Hund und so. Undertale, hm? So, die Musik im Hintergrund ist jetzt sogar noch tiefer und langsamer als im Normalfall. So. Oh, Hard Edge. Es ist schwer, hier bei diesem Let's Play jetzt wirklich glücklich zu sein oder auch nur so zu tun. Es ist ja wirklich schwer. Der Genocide-Mode ist einfach nur fucking traurig. Jetzt kommt hier hinten noch Sans. Ah.
Mensch. Das passiert jetzt sogar noch, aufgrund dessen, was wir nur normal resettet haben, dass wir das noch wissen können, was auch immer. So. Der alte Furz gissende Hans-Trick. Er ist immer witzig. Das ist, du bist nicht gut darin zu lachen, oder? Oder, kennst du ihn schon? Lady. Du weißt wirklich, wie du sie aufnimmst. Okay, okay, alles gut. Jeder hat seinen eigenen Sinn für Humor. Ich bin Sans, Sans das Skelett. Ich sollte eigentlich für Menschen aufpassen, aber weißt du. Mich interessiert es nicht wirklich, irgendjemanden einzufangen. Nun, mein Bruder Papyrus, er ist ein richtiger Menschenjagd-Fanatiker. Hey, eigentlich denke ich, dass der das erste hinten ist. Ich habe eine Idee. Geh durch dieses eine... Gate-Thingy? Geh durch dieses eine... geh durch dieses Tor-Ding. Ja, einfach durch. Mein Bruder hat diese... hat hier die Säulen gemacht, um irgendjemanden zu stoppen, aber dafür sind die viel zu weit auseinander. Hab ich gerade richtig gesehen, ist der Sans über die Luft gelaufen. Egal. Schnell, geh hinter diese vorteil geformte Lampe. Ja, gehen wir nicht. Genocide halt. Okay. Ich denke, du musst das nicht machen. Ja. Ja, sie hat Chera. Er weiß, oder sie, keine Ahnung. Chera ist ja geschlechtslos. Also, man kann es auf jeden Fall nicht identifizieren, genauso wie bei Frisk. Die brauchen sich nicht verstecken. Die sind stark genug, um Papyrus jetzt schon zu töten. Sans, hast du jetzt einen Menschen gefunden? Ja. Wirklich? Wow! Ich denke, das wäre dann geklärt. Das hat funktioniert. Was sagt er jetzt? Guckst du mich nur an, oder? Nun, ich gehe schon mal nach vorne. Mein Bruder will wirklich Menschen sehen, also, weißt du, es wird mir wirklich helfen, wenn du einfach nur so tust, eins zu sein. Ja, der Sans erkennt uns nicht als Mensch, weil wir dafür zu unmenschlich sind aufgrund unserer Handlungen. Das soll es nochmal unterstreichen. Und hier sehen wir jetzt noch 16 Left, das ist die Menge an Monstern. Und hier im Hintergrund hört ihr jetzt das Snowed-in-Forest-Theme. Ja, das ist so langsam und verstörend, dass fast das So-Called-Theme. Das ist... Wir beenden die Folge lieber hier. Bis später, Leute. Bis dann.